Als Arzt, aber speziell auch als Hautarzt, hat man es jeden Tag mit Menschen zu tun, die auch ihr psychisches Päckchen mitbringen. Und natürlich ist der Spruch, die Haut ist Spiegel der Seele, total richtig. Also wir sehen, wenn es uns schlecht geht, wir sehen, wenn es uns gut geht. Also wenn wir verliebt sind, dann glühen wir. Wenn es uns schlecht geht und wir sind gestresst, wir haben zu viel Cortisol im Blut, dann haben wir natürlich Stresspickel, Unreinheiten, Entzündungen. Und manchmal gibt es richtig psychiatrische Erkrankungen, die die Haut zeigt, wie Zwangserkrankungen, zum Beispiel sich zwanghaftes Händewaschen mit Austrocknungsekzem oder das Ritzen mit Narben am Arm bei jungen Mädchen oder auch das Aufkratzen von Pickeln, sodass Narben bestehen. All das sind neurotische Äußerungen einer seelischen Dysbalance und als Hautarzt würde ich mir manchmal wünschen, dass ich noch mehr über die Psychologie kennen würde, als ich es zwangsläufig auch schon tue und auch aus Interesse tue.